In dem Spiel hier, Cluster Leaks, hat man ein Raumschiff, in dem aus dem Luft ausströmt. Und die Luft kommt aus diesen Schläuchen hier raus. Also man hat einen Controller, aus dem Luft rauspustet. Und die Luft, genau, die Luft, die aus diesem Raumschiff entweicht, strömt quasi hier symbolisch aus den Schläuchen raus. Und wenn man den Schlauch zuhält, behält man quasi die Luft im Raumschiff drin. Und man muss aber ein bisschen Luft entweichen, um das Raumschiff zu steuern. Und aber nicht zu viel, weil sonst keine Luft mehr im Raumschiff bleibt für die Astronauten. Speedrun. So the game just run with the matches, and you just have to control your character with the matches. So just make an example. We light the matches. And then we control the character in the game by moving left or right. I try to escape the castle of Dracula. So. What we liked in the matches is that you have the time included in your joystick, in a way. So that's why we wanted really to keep the real matches, to have a sense of time and also control. Death of a Poet ist ein Point-and-Click-Adventure, was eine Kurzgeschichte von Hunter S. Thompson bebildert, die einem während des Spielen vorgelesen wird. Und eigentlich geht es darum, dass der Erzähler eine Hilflosigkeit erfährt, während er seinen Freund langsam dabei zusieht, wie er wahnsinnig wird. Und der Spieler muss das mitmachen, während er sich anhört, was Hunter S. Thompson dazu zu sagen hat. Ich finde, dass die Indie-Spiele in den meisten Fällen viel persönlicher sind. Also es kommt natürlich auch auf das Spiel an. Bei den Indie-Spielen gibt es ja auch eine ganz große Bandbreite. Es gibt Shooter, es gibt narrative Spiele, es gibt Point-and-Click-Adventure. Die Spiele, die mich persönlich interessieren, sind tatsächlich narrative Spiele. Und ich finde, dass im Indie-Bereich sehr viele sehr persönliche und teils auch autobiografische Spiele zu finden sind. Und die sind auch oftmals mutiger.